In diesem Video sprechen wir über das Ereignis, was am Samstag um 19.30 Uhr geschehen ist. Und zwar ist die Rakete nun endlich gestartet und nun befindet sich über der Map ein riesengroßer Riss. Und was das zu bedeuten hat, das werden wir heute in diesem Video besprechen. Zudem werde ich auf mögliche Theorien eingehen, also was dann letztendlich in Season 5 kommt. Ich wünsche euch wie immer jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Lasst gerne noch ein kostenloses Abo da, um hier nichts mehr auf meinem Kanal zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich nach dem Intro. An die Leute, die den Raketenstart verpasst haben sollten, beziehungsweise ihn jetzt noch nicht so richtig mitbekommen haben, was da jetzt eigentlich im Einzelnen alles so passiert ist, werde ich euch jetzt hier mal eine kleine Karte einblenden. Und anhand dieser Karte kann man genau sehen, was genau in welcher Reihenfolge passiert ist. Als allererstes ist die Rakete natürlich gestartet und sie ist langsam aber sicher nach oben in den Himmel geflogen. Dabei ist das untere Teil, also der Antrieb sozusagen, nach Anarchy abgestürzt. Den werdet ihr jetzt auch, wenn ihr nach Anarchy geht, den werdet ihr dort finden. Und dann ist tatsächlich die Rakete straight nach unten geflogen und hat Tilted Towers mit einem Laser anvisiert. Es sah also wirklich danach aus, als würde der Blockbuster-Skin oder beziehungsweise die Rakete wirklich Tilted Towers angreifen und Tilted Towers mit dem Laser zerstören. Aber über Tilted Towers war dann ein Schutzschild und da ist die Rakete quasi dann abgeprallt und ist dann auf einmal nach Moisty Meyer geflogen, beziehungsweise es hat sich teleportiert und ist dann bei Moisty Meyer rausgekommen, hat dann einmal einen riesengroßen Bogen gemacht bei Lonely Lodge, bei Wailing Woods und ist dann einmal über Loot Lake geflogen und dann halt eben bei der Dinosaurierpfote quasi gelandet oder ist dort halt eben hingeflogen. Und von da aus ist sie dann nach Loot Lake teleportiert worden und aus der Luft, also aus dem Nix eigentlich, ist sie quasi herausgestoßen und in die Luft. Und jetzt befindet sich oben im Himmel ein riesengroßer Spalt. Was jetzt letztendlich mit der Rakete passiert ist, wissen wir so nicht. Wir wissen nur, dass die Rakete halt ja einmal irgendwie aus der Atmosphäre geflogen ist oder dass beziehungsweise wenn wir in den Himmel jetzt schauen, dass dort halt eben ein riesengroßer Spalt jetzt zu sehen ist. Und ich kann mir doch irgendwie nochmal ganz gut vorstellen, dass die Rakete vielleicht doch nochmal irgendwann wiederkommt. Vielleicht werden wir das dann im Teaser zu Season 5 dann sehen können, dass da nochmal irgendwas passiert mit der Rakete, weil ich ganz ehrlich glaube, dass das noch nicht war. Also ich glaube, dass da noch irgendwie mehr kommt mit der Rakete, weil die ist ja nicht zerstört worden. Die ist ja noch irgendwo da, die wurde jetzt halt wegteleportiert, aber sie kann ja doch nochmal irgendwann wiederkommen. Denn bei Lonely Lodge haben wir jetzt bei einem Haus, ich werde euch das nochmal genauer einblenden, da haben wir jetzt ein Portal. Und dieses Portal, ja, deutet ja schon irgendwie darauf hin, dass irgendwas aus der Vergangenheit irgendwie abgerufen werden wird oder dass da irgendwas passiert. Wir hatten ja einmal diesen Insider auf Reddit, ich habe es ja schon zigmal gesagt, dass der halt eben Ägypten, Griechenland und Rom geleakt hatte, also dass das als Thema quasi dann in Season 5 kommen wird, also dass das ein historisches Thema werden wird. Und ich kann mir irgendwie daher ganz gut vorstellen, dass die Rakete dann am Ende der Season 4 dann aus diesem Portal dann quasi kommt und dass sie dann ja nochmal versucht, vielleicht Tilted Towers zu zerstören, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, weil der Versuch ist gescheitert. So sah es jedenfalls aus. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare auch reinschreiben, was eure Meinung denn so ist zu diesem Thema. Oder, und das trifft dann schon eher zu, und zwar, dass die Rakete dann versucht, weil sie halt eben Tilted Towers nicht zerstören kann, dass sie dann versucht, Moisty Meyer zu zerstören. Und das ist ja letztendlich auch geleakt worden. Also ich bin ganz klar der Meinung, dass die Rakete wiederkommen wird und dass wir sie dann auf jeden Fall im Trailer zu Season 5 dann auch nochmal sehen werden. Und da werden wir dann sehen, wie Moisty Meyer zerstört wird. Da bin ich mir auf jeden Fall ziemlich sicher, weil Moisty Meyer wird auf jeden Fall entfernt werden. Denn wenn wir einfach mal zurückschauen, wird auf jeden Fall der Trailer wieder episch werden. Das war schon in dem Trailer zu Season 4 so, dass Dusty zerstört wurde. Und ich denke mal in Season 5, also im Trailer zu Season 5, werden wir dann sehen, wie Moisty Meyer zerstört wird. Was wir außerdem wissen, ist, dass statt Moisty Meyer dann eine neue Stadt hinzugefügt wird. Also anstelle von Moisty Meyer gibt es dann auf jeden Fall eine neue Stadt namens Musty Museum. Woran mache ich das denn jetzt noch fest, dass die Rakete zurückkommt und dass
ja, Moisty Meyer dann zerstört wird. Ganz einfach. Ich hatte es ja eben schon angesprochen, wir hatten damals diesen Insider auf Reddit, der ja auch noch gesagt hat, dass Moisty Meyer um 80% zerstört wird. Und auch in meinen letzten Videos habe ich immer wieder dieses Wort zerstört betont, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir wissen auf jeden Fall, dass Moisty Meyer durch irgendwas zerstört wird. Und durch was soll bitte Moisty Meyer zerstört werden, wenn nicht durch die Rakete? Also was gibt es denn noch? Klar, wir könnten jetzt sagen, aus dem Bunker kommen jetzt ganz viele Gestalten, Kreaturen, was auch immer, und die zerstören Moisty Meyer. Kann ich mir aber null vorstellen. Wirklich nicht. Kann ich mir null vorstellen. Wir haben auch da noch keine richtigen Informationen, was sich im Bunker jetzt befindet. Ich weiß, dass es vor ein paar Wochen jetzt ein paar Informationen zum Bunker gab, also dass da irgendwie neue Sachen gefunden wurden, aber diese Sachen, die haben nichts damit zu tun, dass irgendwas zerstört wird. Deshalb bin ich um 100% der Meinung, dass Moisty Meyer um 80% dann zerstört wird, weil der Brockbuster-Skin halt es eben nicht geschafft hat, Tilted Towers zu zerstören, was sein eigentlicher Plan war, aber wir waren darauf vorbereitet, oder die Mitbewohner von Tilted Towers oder von der Fortnite-Map waren darauf vorbereitet. Deshalb gab es dieses Gebäude, was errichtet wurde, das war, weiß ich nicht, vielleicht hat es irgendwelche Kräfte, die dann diese Energie von der Rakete abweist, und deshalb konnte der Brockbuster-Skin Tilted Towers nicht zerstören und hat gemerkt dann auch, okay, es macht überhaupt keinen Sinn, Tilted Towers anzugreifen, weil Tilted Towers durch dieses neue Gebäude quasi geschützt wird, und jetzt wird er dann bald wiederkommen und wird dann Moisty Meyer um 80% oder zu 80% zerstören. Gehen wir aber auch nochmal auf das Gerücht ein, dass es eine neue Map gibt und dass die alte Map, die wir jetzt haben, komplett zerstört wird, dass es die einfach nicht mehr wieder gibt, sondern dass es eine komplett neue Map gibt und dass diese neue Map dann eine Wüstenmap sein wird. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten, und da muss ich ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es eine komplett neue Map geben wird. Ich denke schon, dass wir noch diese Map behalten werden, aber dass diese Map, die wir jetzt so haben, dass die einfach nur in eine Wüstenmap umgewandelt wird. Das habe ich auch schon mal in einem Video angesprochen, dass es da Beweise gibt, dass es einmal die Wurzeln gibt, die jetzt im Boden ja schon seit längerem zu finden sind. Denn in einer Wüste gibt es ja jetzt nicht großartig Bäume, da gibt es eigentlich nur Wurzeln oder irgendwelche anderen wüstliche Pflanzen, also da wächst ja nicht viel, das wissen wir ja alle. Zudem hat ja Epic Games auch inzwischen angekündigt, dass sie das Bauen verringern wollen. Besonders im Late Game soll es einfach weniger werden, da besonders die Anfänger in Fortnite dann schon direkt am Anfang des Spiels einfach keinen Bock mehr haben, weil sie ständig gekillt werden, weil die anderen Spieler einfach schon zu krass sind, weil sie einfach übelst krank im Bauen sind und weil die Anfänger dann überhaupt keine Möglichkeit haben, überhaupt eine Runde mal zu gewinnen oder überhaupt Gegner zu killen. Und da wir wissen, dass es in einer Wüste halt nicht wirklich viele Bäume gibt, dass da nicht besonders viel wächst, würde das halt eben auch zu dieser Aussage sehr, sehr gut treffen. Ob nun wirklich die gesamte Fortnite-Map dann in einen Wüsten-Style umgeändert wird, weiß ich so nicht. Was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, ist, dass die neue Stadt, die dann hinzugefügt wird, also Musty Museum, dass das eine Western-Stadt sein wird. Und da gab es jetzt auch auf Reddit ein paar Bilder dazu, die geleakt wurden. Und da gab es halt einen User namens GameCentralFBR, der auf Reddit Folgendes gepostet hat. Denn er hat nämlich in den Athena-Ordner reingeschaut. Der Athena-Ordner ist ja der Ordner für Fortnite Battle Royale. Und da konnte er einige neue Dateien finden. Und diese neuen Dateien sind Bilder, die man öffnen konnte oder die er geöffnet hat. Da gibt es jetzt ganz viele unterschiedliche, die da hinzugekommen sind. Er hat jetzt hier nur, ich glaube, 5 Bilder sind das, die er veröffentlicht hat, oder 4. Und die werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Denn schon im ersten Bild kann man sehr, sehr gut sehen, das ist jetzt hier ein Tor mit ein paar Schädeln drauf. Denn an diesem Bild kann man schon sehr gut erkennen, dass es eigentlich ja etwas aufzeigt, was es nur in dieser Westernzeit damals gab. Also das spiegelt ja schon so die Zeit von damals wider. Als zweites Bild sehen wir dann jetzt hier ein Verkehrsmittel. Das sieht aus wie ein Fahrrad, ist aber keins. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Im dritten Bild sehen wir dann eine Feuerstelle mit einem Kessel drauf, das ist, denke ich, wieder ganz klar. Und auch im vierten Bild haben wir einen Pokertisch, und das gab es halt damals halt eben auch. Hier mit diesen Fässern noch, mit diesen Bierfässern, das ist halt wirklich sehr typisch für diese Westernzeit. Und es gibt halt eben noch
einige mehr Bilder, die jetzt halt nicht veröffentlicht wurden, die aber auch in dem Athena, also in dem Fortnite Battle Royale Ordner zu finden sind. Und ein anderer Reddit-User namens FNBRLeaks hat in einem weiteren Fortnite Ordner weitere Bilder bzw. weitere Dateien gefunden. Und zwar seht ihr jetzt hier auf den beiden ersten Bildern ja einfach nur Kleidung, die da umherhängt. Es wird nämlich ein weiteres Einkaufszentrum geben, laut dem Insider. Und im dritten bzw. letzten Bild sehen wir ein Logo. Das wird wahrscheinlich das Logo sein, was über der Tür dann hängt vom Shop. Und zwar steht auf diesem Logo drauf Book McGivens und es sind auch ganz viele Bücher abgebildet. Das heißt, wir werden neben dem Einkaufszentrum dann auch noch einen Buchladen bekommen in Fortnite. Und einen Buchladen bzw. ein Einkaufszentrum, wo Kleidung ausgestellt wird bzw. wo man Kleidung kaufen kann, haben wir ja nach meiner Meinung jetzt in Fortnite noch nicht auf der Map. Kann also sein, dass es die beiden Läden dann in der neuen Stadt, also in Musti Museum, geben wird. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich denke mal, wir werden da in den nächsten paar Tagen wieder neue Informationen bekommen, was die Gamefights angeht. Wir werden da sicherlich auch wieder einige neue Theorien zu hören bekommen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Fakt ist auf jeden Fall schon mal, dass es in Season 5 irgendwas Richtung Western geben wird. Das auf jeden Fall erstmal zu den neuesten Informationen. Ich würde euch einfach mal bitten, schreibt mir mal eure Theorien in die Kommentare rein. Wenn ihr eine coole Theorie habt, dann werde ich euch natürlich auch direkt ein Herz geben und werde das dann vielleicht auch nochmal in einem separaten Video ansprechen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch nochmal schnell zu zwei Kommentaren, die ich euch jetzt vorlesen werde. Der erste Kommentar, der kommt heute von Fortnite-Zocker-Killer4678. Er schreibt, bist mega geil, Bro. Hashtag Abo, Hashtag Glocke aktiv. Und der zweite Kommentar, der kommt von Lukas Cringe GL. Er schreibt, cooles Video. Vielen Dank auf jeden Fall an euch. Und natürlich auch an allen anderen, die mir wieder ein freshes Kommentar verfasst haben. Das wäre es auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Lasst mir gerne noch ein Däumchen nach oben da, denn Support ist kein Mord. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao!